Hola, ich bin gerade beim Friseur bei der lieben Eileen. Ich verlinke die euch mal unten in die Infobox. Und ihr habt ja mitbekommen, ich habe die letzten Wochen und Monate meine Haare nicht mehr gefärbt. Daher auch dieser schöne Ansatz. Und wir beachten jetzt bitte nicht, wie unfassbar fettig meine Haare sind, denn ich habe sie seit 4 Tagen extra nicht gewaschen, habe vorher schön eine fette Kur reingeknallt und ja, dementsprechend sehe ich aus. Daher, dass wir aber einen Teil blondieren müssen, ist das sehr, sehr gut für die Haare. Meine Haare haben sich sehr verbessert. Also wenn ihr den Frontteil hier seht, wie lang meine Haare geworden sind bis hier, ist das schon krass im Gegensatz zu vorher, denn vorher gingen meine Haare so bis hier. Wir haben eben meine Haare blondiert mit einer Blondierung, aber die war, glaube ich, 10 Minuten allerhöchstens drauf. Das war vorhin im Waschbecken, was ich euch gefilmt habe. Danach haben wir meinen Ansatz gefärbt, das habt ihr eben gesehen. Und jetzt haben wir gerade Balayage gezogen und die Blondierung wirkt in meinen Längen ein. Dementsprechend sehe ich auch aus, aber es geht gut voran. So, wir haben jetzt die Farbe drin, es ist keine Tönung. Die wirkt, ich glaube, seit 20 Minuten ein und es sieht sehr gut aus. Ich habe euch, glaube ich, eben gar nicht den Stand gezeigt, wie meine Haare aussahen nach der Blondierung, aber es war sehr, sehr hell. Und ich bin super gespannt, wie das Ganze gleich aussieht. Aber das ist noch nicht das Endergebnis, denn meine Extensions sind angekommen, die machen wir morgen rein. Und dann schneiden wir nicht meine Haare, sondern wir rasieren meine Haare. Also seid gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich gleich auf das Ergebnis. Das wird so nice. Also wer sich mit Farben auskennt, weiß, was daraus wird. Und Leute, bewundert euch nicht, ich war bei Dr. Selma, wir haben hier Fäden gesetzt, deswegen bin ich mit diesen Klebestücken hier, damit wir da nicht mit Farbe dran kommen. Leute, ich bin zu Hause, meine Haare sind fertig, ich werde die euch morgen offen zeigen, weil ich habe die gerade extra durchgekämmt und zusammen gemacht. Aber ihr seht es schon, ich habe meine Haarfarbe zurück, bevor ich dunkel geworden bin. Was auch mein Ziel war, deshalb habe ich meine Haare über 3 Monate in Ruhe gelassen und dunkel gemacht. Dunkel machen war dumm, im Nachhinein gesagt. Morgen früh, beziehungsweise morgen Nachmittag bis Abend, sehen wir uns bei meiner Mama, der lieben Alben, wieder. Die macht morgen meine Extensions rein, die kam eben gerade an und ich freue mich sehr. Wir müssen auf jeden Fall meine Haarfarbe nochmal angleichen. Das machen wir, glaube ich, Ende Dezember, bevor wirklich Silvester ist, weil ich meine Haare perfekt haben will für Silvester. So, ich bin jetzt bei einem angekommen. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Haarfarbe. Das ging ja gestern nicht. Wir haben gestern ein Balayage gemacht. Die Farbe ist auch sehr gut geworden. Die Extensions sind ein bisschen aschiger. Das ist aber nicht so schlimm. Das gleichen wir noch aus. Und wir machen heute Haare rein und dann schneiden wir die Haare ab. Deswegen ist heute nur eine Verdichtung. So, wir haben jetzt die Hälfte drin. Ich habe eben ganz vergessen dazu zu sagen, dass wir diesmal unten Bondings reinmachen und oben Tape-Ins. Weil wenn wir oben, daher, dass ich sehr dünnes Haar habe, bei mir mit Bondings sehr hoch gehen, ist es bei mir so, dass irgendwann anfangen, die Haare so abzustehen, weil meine Haare einfach sehr dünn sind. Deswegen haben wir jetzt unten die Bondings reingemacht und setzen jetzt vorne ein bisschen mehr Tapes rein als hinten. Und sind mit Bondings fertig. Und das machen wir jetzt. Dann bin ich ready und dann geht's zum Haare schneiden. Das ist jetzt erstmal der Zwischenstand. Ich fahre jetzt gleich noch zu Eileen und wir schneiden meine Haare. Aber ich finde die Länge eigentlich echt schön. Ich glaube, dass ich nächstes Mal, wenn ich die wieder lang mache, auf diese Länge mache, weil das sieht echt schön aus. Ich bin verliebt. Also wir sehen uns gleich wieder bei Eileen und dann wird rasiert, nicht geschnitten. Herzlich willkommen zurück und zu meiner endgültigen Frisur. Leute, ich bin der glücklichste Mensch überhaupt. Seit 4 Monaten will ich diese Haarfarbe zurück. Ich war so dumm, dass ich dunkel gemacht habe. Aber ich habe es ja aus einem guten Grund gemacht, weil meine Haare verschnitten waren.
Und ihr seht hier zwischen noch meine Haare, weil wir müssen meine Extensions nochmal tönen. Das machen wir aber vor Silvester nochmal. Das Licht hier ist ein bisschen semi-geil. Ich bin gerade nämlich bei meinem Mann und das Licht hier knallt komplett auf mein Gesicht. Aber meine Haare sind gewachsen ohne Ende. Und ich denke, man sieht es. Der Übergang ist viel besser als vorher. Klar liegt es auch daran, dass wir meine Haare kurz gemacht haben. Ich bin super, super glücklich. Wir haben meinen Ansatz relativ dunkel gemacht. Man sieht das gerade gar nicht in dem Licht. Aber es ist super geworden. Ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr glücklich. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Denn ich liebe diese Haarfarbe. In dem Licht wirkt die irgendwie ganz anders, als sie normalerweise wirkt. Und ich habe halt einen straighten Pagenschnitt drin. Und es ist sehr viel von meinen Haaren abgekommen. Meine Haare sind ungefähr bis hierhin wieder gewachsen gewesen. Aber ihr seht vorne, mein Pony ist fast genauso lang, wie die Extensions geschnitten wurden. Wir haben wieder die Haarlady Extensions benutzt. Ich verlinke euch Eileen, meine Friseurin, mal unten. Ich verlinke euch Iben unten, die meine Extensions immer reinmacht. Und ich verlinke euch die Extensions von Haarlady mal unten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich hoffe, ihr findet es genauso nice wie ich, weil ich bin echt super glücklich und zufrieden. Und jetzt kommen wieder die ganzen Kommentare. Du wirst eh bald wieder dunkel. Nein, werde ich nicht. Ich habe wirklich 3,5 Monate auf diese Haarfarbe wieder hingearbeitet. Ich musste davor das mal, als wir diese Farbe hatten, dunkel machen, weil meine Haare einfach bis hierhin abgeschnitten wurden. Das habt ihr in den Videos gesehen. Der Übergang war eine Katastrophe. Ich hätte es auch anders handhaben können und nicht dunkel werden, sondern einfach nur ein Dutt tragen, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Aber es war gut für meine Haare. Und falls ihr im Hintergrund so Geräusche hört, das ist unser Hund. Deswegen nicht wundern. Und ja, ich bin gespannt, was sie sagt. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wie gesagt, der Bob war mein Wunsch, weil ich noch einmal kurze Haare haben wollte, bevor ich wieder diese ganz langen Haare immer habe. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich gebe euch einen dicken Kuss und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alle Links findet ihr, wie gesagt, unten von meinen Extensions, von Iben, die meine Haare reinmacht, und von Eileen, die meine Haare gefärbt hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!